Unser nächster Talk ist über die einfache Wahrheit der Entropie. Wir alle wissen, dass ihr Zufall und Entropie braucht, wenn ihr sowas wie Verschlüsselung oder zufällige Schlüssel machen wollt. Er nennt einen kryptischen zufälligen Nummerngenerator. Und wie ihr einen findet, wird der Titel oder das Thema dieses Talks sein. Hallo. Ich bin froh, dass so viele Leute gekommen sind. Insbesondere die Beschreibung dieses Vortrags. Wie auch immer. Ich bin Filippo Valsora. Ich arbeite für Cloudflare und ich arbeite in Kryptographie und Systementwicklung. Und vielleicht in April 2014 habt ihr meinen Heartbleed-Test verwendet. Well, thank you. Vielen Dank. Okay. Ich bin hier, um euch über zufällige Bytes zu erklären. Hier sind einige zufällige Bytes. Und hier, ihr könnt es nutzen. Aber wenn ihr more gebraucht, Amazon verkauft euch dieses wunderbare Buch. Über 1 Million Nummern. Aber jetzt ernsthaft. Zufällige Nummern sind wichtig für viele dieser Sicherheitssysteme und Technologie. Das Wichtigste ist euer Verschlüsselungsschlüssel. Ihr wollt euren Verschlüsselungs-Key möglichst sicher und möglichst zufällig haben. Und viele andere Systeme verwenden Zufälligkeit, um Angriffe zu verhindern. Was macht ein Stream von zufälligen Bytes gut? Was macht einen guten zufällige Bytes aus? Wir wollen die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, alle Werte zu erreichen, von 0 zu 256. Ihr wollt euers nicht so aussehen lassen haben. Aber das ist nicht genug. Ihr wollt eure zufälligen Bytes auch unvorhersehbar sagen. Und das ist, wo die Aufgabe schwierig wird. Und wir programmieren Computer, und Computer sind sehr deterministische Systeme. Das heißt, sie sind sehr vorhersehbar. Sie sind Maschinen, die dafür gebaut werden, immer den gleichen Code auszuführen, immer auf die gleiche Art und Weise. Und wenn wir sie fragen, etwas zu tun, was immer unterschiedlich ist, jedes Mal, wenn sie es ausführen, dann ist das schwer. Wo kann ein Computer eine Quelle für Zufälligkeit haben, für Unvorhersagbarkeit? Und natürlich kann es aus unserer schmutzigen Fleischwelt, wo nicht alles immer dem vorhersehbaren Weg geht. Und jedes Mal, wenn ihr zum Beispiel Maus hin und her bewegt, dann macht es jedes Mal eine andere Art und Weise. Und jedes Mal, wenn euer Computer etwas von der Festplatte liest, dann dauert es immer eine leicht andere Zeit als beim anderen Mal. Und alle diese Ereignisse sind einsehbar für den Kernel. Euer Kernel ist der alle eure Eigenschaften kontrolliert und sie messen kann und beobachten kann mit der benötigten Genauigkeit.
Jeder von diesen Ereignissen hat einen feinen Bereich von unterschiedlichen Werten. Wie weit dieser Bereich ist, nennt sich Entropie. Essentiell ist es, wie viele verschiedene Werte, wie weit diese Werte verteilt sind und auch wie einfach sie vorherzusagen sind. Aber etwas, was sie definitiv nicht sind, ist gleichförmig. Weil das Lesen von einer Daten dauert bestimmt nicht genau zwischen 0,5 bis 1,5 Nanosekunden. Es ist jedenfalls nicht genug, um alle unsere Bedürfnisse nach Zufälligkeit zu erfüllen. Wir haben Vorhersehbarkeit in unserem System und wir möchten das in einen Stream von zufälligen Zahlen verwandeln. Herein kommt ein CSPRNG, ein Kryptografen lieben die Abkürzung sehr lange. Das ist ein kryptografisches, sicherer Pseudo-Zufallszahlengenerator. Es ist nicht so schwierig, es auszusprechen. Es ist nichts anderes als ein kryptografisches Werkzeug, das etwas eine Eingabe verwendet und einen begrenzten Folge von zufälligen, gleichförmigen Bytes generiert, die von nur dem Input abhängen, den man ihm gegeben hat. Also wir haben diese Menge an zufälligen Events und führen diese in den CSPRNG ein und erhalten zufällige Bytes, die wir für alles verwenden können. Um zu, und das unterstehen, wie ein CSPRNG versteht, stelle ich euch einfach vor, einen sehr einfachen vor. Einen, der auf Hash-Funktionen basiert. Nehmen wir an, dass jeder in der Audienz weiß, was eine Hash-Funktion ist, aber die Eigenschaften, die uns interessieren, sind der Fakt, dass die Ausgabe gleichförmig ist, wenn man die Ausgabe einer Hash-Funktion nimmt. Dann sind sie ununterscheidbar von Zufälligkeit, wenn man den Input nicht weiß. Es ist fast unmöglich, eine Hash-Funktion zu invertieren. Also man kann aus dem Output nicht auf den Input schließen, es sei denn, man weiß genau, wie der Input aussieht. Und schließlich braucht es einen begrenzten Anzahl an Input und gibt einen festgesetzten Anzahl an Output. So funktioniert das also. Wir starten mit einem Pool, also zum Beispiel ein Array von Bytes, und wir füllen ihn mit Nullen. Jedes Mal, wenn ein neues Event kommt, zum Beispiel wenn man die Maus bewegt, nehmen wir dieses Event, serialisieren es in ein Binärformat und zum Beispiel die Maus ist nun at Position 15 und 235. Wir nehmen dann den Hash der von dem Pool und dem Event. Wir hashen sie zusammen und bekommen eine Ausgabe. Und das ist der neue Wert unseres Pools. Und wir wiederholen das. Statt der Nullen haben wir also nun den Output von vorhin. Wir nehmen den Output und ein neues Event passiert. Also zum Beispiel die Festplatte liest etwas und das dauert genau 1,27 Sekunden, Nanosekunden. Wir hashen diese beiden wieder zusammen, also den alten Inhalt des Pools und die neue Information. Wir hashen sie zusammen und wir bekommen einen neuen Wert des Pools. Und ihr seht bereits, wo das hinführt. Wir wiederholen das jedes Mal, sobald ein neues Ereignis geschieht. Jedes Mal, wenn sich die Maus bewegt oder der CPU-Interrupt sich erhöht oder von der Festplatte gelesen wird. Und wir nennen das eine Mischfunktion. Was bleibt, ist, was wir einen Entropie-Pool nennen.
Um diesen Wert herauszufinden, brauchen wir genau alle die Ereignisse, die dahin führen, die zu diesem Wert führen. Wenn Sie ein Angreifer sind und Sie herausfinden möchten, wie mein Entropiepool aussieht, dann dürfen Sie keine bessere Methode haben, als genau diese Ereignisse vorherzusagen, die bis zu diesem Punkt geschehen sind. Also haben wir jetzt dieses essentiell unvorhersehbaren Wert und möchten daraus nun zum Beispiel Schlüssel generieren. So, wir können einfach Hash-Funktionen verwenden. Wir nehmen also einen Entropiepol und hashen ihn mit einem Zähler. Möchten Sie 5000 zufällige Bytes, dann nehmen wir den Entropiepool und mit 1, 1, 2 und so weiter und hashen die zusammen. Wir kriegen dann die ganzen Ausgaben und fügen die zusammen. Und dann haben wir 5000 Bits, die genauso unvorhersehbar sind als all die Ereignisse, die in den Pool hereingespielt haben. Also zur Wiederholung, Hash-Funktionen sind nicht invertierbar. Selbst wenn man dann die Ausgabe weiß, dann kommt man nicht zurück zum Entropiepool. Und Hash-Funktionen haben alle Bits in der Eingabe beeinflussen alle Bits der Ausgabe. Das heißt, sobald wir ein Bit falsch haben, dann ist die Ausgabe komplett anders. Also haben wir Gleichförmigkeit, weil Hash-Funktionen gleichförmig sind. Und es ist unvorhersehbar, weil ein Angreifer muss genau die Ereignisse herausfinden. Denn er muss all die Harddisk-Timings herausfinden und die User-Eingaben, was für eine dritte Partei komplett unmöglich ist. Und das ist unbegrenzt, weil wir den Counter einfach weiter erhöhen können. Und wir werden das jetzt ein bisschen implementieren. Und Philippe hat mir das gesagt, dass das in Ordnung ist. Aber das ist nicht, was dieser Talk darüber sein wird. If the CPRNG ist das Werkzeug, um ein bestimmtes Ereignis zu interpretieren. Und wir haben alle diese unvorhersehbaren Ereignisse beobachtet von dem Kernel. Und dann lassen wir einfach den Kernel, das CSPRNG laufen, wenn wir zufällige Dateien suchen. Das ist genau das, was Linux macht, wenn es U-Random laufen lässt. Es sieht aus wie eine Datei. Man kann es auslesen, wie eine Datei aus ist. Und jedes Mal, wenn ihr 100 Bytes auslest, das rendert die CSPRNG und gibt es euch die aus. Gibt euch diese 100 zufälligen Bytes aus. Und das ist alles vermischt mit allen Ereignissen, die der Kernel zu dem Zeitpunkt hatte. Andere Betriebssysteme haben einen anderen, die haben dieses Dev Random, das ist in den Unix-Systemen. Und unter Windows, man kann es mit CryptGen Random bekommen. Eine letzte Sache ist, ein CSPRN in den Kernel zu tun, ist nicht nur für Bedienbarkeit, sondern ist auch für Sicherheit. Weil der Kernel kann diese unvorhersehbaren Ereignisse beobachten. Und das CSPRN ist halt ist just code. Also ihr könnt es in eurer Bibliothek oder in eurer Anwendung anwenden. Jetzt habt ihr das Problem, wie tägt ihr die Zufälligkeit von dem Kernel und bringt ihn zu der Anwendung. Das ist etwas, was ihr vergessen könnt zu tun oder ihr könnt es falsch machen. Und darüber hinaus kann der Kernel den Memory Space besser beschützen als Anwendungen. Weil das ist ein ganz großer Bereich, was Anwendungen falsch machen können.
Und als letztes, ihr habt eine zentralisierte Anwendung, die einfach zu managen ist. Ist hier irgendjemand, der Debian-Server in 2008 gemanagt hat? Ich frage nur, es ist, hat nichts damit zu tun, später. So. We have a solution, right? So, wir haben eine Lösung. Wir haben ein Werkzeug, um unvorhersehbare Ereignisse in einen Stream aus zufälligen Bytes zu schieben. So. So, warum reden darüber alle? Warum ist da überhaupt ein, warum brauchen wir darüber überhaupt einen Talk? Da gibt es natürlich eine falsche Annahmen in diesem Feld. Durch die Linux Manage Pages erzeugt. Sie geben euch immer noch die Erscheinung, dass ihr Dev Random benutzen sollt. Und es ist ein bisschen sicher, aber ihr müsst euch fragen. If Dev U Random ist dieses CPS-String und das ist alles, was ich brauche. Was kann ich noch von Dev Random bekommen? Was hat es mehr? Naja. Das Ziel dieses Talks ist es, euch das Wissen zu geben, wann ihr DevRandom benutzt und wann nicht. Und ich gehe ein bisschen in das Detail, wie DevURandom und DevRandom funktionieren. Das ist direkt aus den Kernelquellen. Sowohl DevURandom als auch DevRandom. Entschuldigung. Alles, was ich jetzt sagen werde, gilt sowohl für DevRandom als auch DevURandom. Sie basieren beide auf einem Pool von 4096 Bits und ist als Folge von 32-Bit-Wörtern implementiert. Der Pool wird mit diesen zufälligen Ereignissen gemischt mit einer CRC-Hash-Funktion. Events, the interrupts, the disk timings are steered into the. Die Disk-Zeiten werden in den Pool gesteuert. Jedes Mal, wenn so ein Ereignis passiert, dann wird diese schnelle Funktion ausgeführt und füllt und modifiziert den Pool mit diesem zufälligen Event. Und die Generation von zufälligen Bytes passiert dann mit SHA-1. Das heißt, einfach SHA-1 auf den Pool angewendet, gibt dann die Ausgabe und nimmt die Ausgabe und mischt es zurück in den Pool. Das ist ein bisschen anders als unser Design, das einen Counter verwendet. Weil einen Counter zu betreiben ist immer noch schwierig, weil sie sich zurücksetzen können und man, ja. Das ist schlecht. Das hat also bessere Sicherheitseigenschaften. Was also passiert ist, wenn es also eine Ausgabe nimmt, dann wird es wieder zurückgeführt und dann der nächste Output ist dann einfach wieder SHA-1 auf den neuen Pool, wird wieder zurück in den Pool gemascht und so weiter und so fort. Also sowohl DevRandom und auch DevURandom machen genau das Gleiche. Selber Codes, selbe Größe, selbe Entropiequellen. So random read. Selbst die random reads sind die gleichen Aufrufe an extract random user. Der einzige Unterschied ist, dass DevRandom versucht, sehr viele schwierige und schwierige Sachen zu machen. Zunächst schätzt es, wie viel Bits von Entropie in den Pool gemischt wurden. Das ist schon sehr schwierig, weil, denken Sie mal drüber nach, eine Lesevorgang hat so und so viele Sekunden gebraucht. Gut, wir wissen nicht, wie viele verschiedene Ereignisse das braucht. Wir wissen nicht, ob das eine sich drehende, verrostete Platte ist oder ob es eine SSD-Platte ist, die genauso viel Zeit braucht. Also wir wissen nicht, wie viel
wie viel Unvorhersehbarkeit da mit hineingeflossen ist. Das heißt, es hat also einen Counter, um die Entropie zu schätzen, also die Art, die Unvorhersehbarkeit, die im Pool steckt, einzuschätzen. Wenn man jetzt die Hash-Funktion auf den Pool anwendet, dann wird dieser Zähler reduziert. Wenn diese Nummer zu klein wird, dann blockiert dieser Prozess. Das heißt, wenn wir lesen, aus der Friendo lesen, kann es sein, dass man blockiert wird, bis eben mehr Zufallsereignisse geschehen. Und das ist in der heutigen Zeit nutzlos, weil Entropie nicht ausläuft. Sobald der Pool unvorhersehbar wird, dann ist er für immer unvorhersehbar, weil der Angreifer aus der Ausgabe überhaupt nichts lernen kann. Es sei denn, der CSPNG ist kaputt und liegt sozusagen Informationen über den Pool. Aber zu sagen, dass er kaputt ist, ist äquivalent zu sagen, dass viele der Kryptographie-Module kaputt sind. Es sagt, dass Stream-Ciphers kaputt sind, es sagt, dass CTR kaputt ist und TLS und PGP sind kaputt. Aber also wenn Kryptografen nicht wissen, wie man einen sicheren CPNG baut, dann heißt das, dass Kryptografen nicht andere wichtige Dinge bauen können, auf die wir uns heute verlassen, heutzutage. Aber ich bin nicht DGB, ich kann nicht sagen, ob Kryptographie verdammt ist, aber ich kann sagen, dass Kryptographie vertraut also darauf, dass man sichere CPNGs hat. Das macht also Def Random Blocking nutzlos. Das ist unakzeptabel, weil wenn man eine TLS-Anfrage bekommt, also, ja, ich habe diese HTTP-Seite, aber ich brauche erst noch ein bisschen Entropie. Wartet kurz. Und es kann sogar gefährlich sein, weil man Informationen an Angreifer gibt, über zum Beispiel, was andere Benutzer am Rechner gerade machen. Auf der anderen Seite ist DefiRandom ist sicher für jede jegliche Kryptografie-Anwendung. Meine PGP-Schlüssel sind zum Beispiel aus DefiRandom generiert. Aber ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Boring SSL, Python, Go, Ruby benutzen DefiRandom als die einzige Quelle für Zufall. Und hier ist eine lange Liste von Leuten, die genau das wiedergeben, was ich hier auf der Bühne sage. Also, ich hoffe, dass am Ende des Vortrags Sie sehen, dass man DefRandom wirklich nicht braucht. Man braucht auch nicht messen, wie viel Entropie im Pool ist. Man muss auch den Pool nicht wieder nachfüllen mit Havegate. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Viele Leute nehmen Output aus DefRandom und führen es zurück nach DefRandom, damit der Pool nicht ausläuft. Und das ist genau das, was der Kernel macht. Das ist offensichtlich auch sehr, sehr, sehr hoch upvoted Antwort auf Stack Overflow. Schließlich nimmt die Qualität von Zufallsnummern nicht ab. Es gibt keine sehr guten Zufallszahlen und dann verrotten sie nach einer Weile. Das gibt es nicht. Okay. Da ist nur ein kleiner Teil, in dem URandom nicht das tut, was sie erwartet. Und das ist der frühe Boot. Und wenn ihr euch erinnert, dass alles, was wir gesagt haben, über unvorhersehbare Ereignisse ist, sobald ihr die Maschine startet, habt ihr noch nicht genug Ereignisse beobachtet. Das hat Embedded Devices erwischt, den Raspberry Pi hat's erwischt. Das ist genau genommen ein Linux-Problem. Das Problem ist, dass URandom auch nicht beim Boot blockt, bevor es
eingeführt ist. Und die Lösung ist, dass Linux da speichern sollte beim Runterfahren und das benutzen beim Booten, um das zu verhindern. Und damit wäre das gelöst. Um das zusammenzufassen, CSPRN ist ziemlich cool, sehr gut und funktioniert. Ihr solltet nicht dev random benutzen und ihr solltet User Space CPRNG benutzen. Und wenn ihr 100 Bytes braucht, holt es euch von dev u random. I glossed over a lot of different ways to do it wrong. So if you have questions about why not this other thing, please come forward. Und weil die Leute im Stream nicht hier sein können, fangen wir mit deren Fragen an. Die erste Frage, wie erklären Sie auf einem 4, dass die Ausgabe von dev-re-random die gleiche ist wie die Ausgabe von dev-input? Entschuldigung, ich habe die Frage beantworten. Von Kernel 4.3.3 behauptet jemand, dass manchmal die Ausgabe von dev-random und dev-u-random identisch ist zu etwas, das aus dev-input kommt. Ich bin mir nicht sicher, dass ich bekommen habe, welches System das benutzt worden ist. Das klingt nach einem sehr, sehr schlechten Bug. Wenn das der Fall ist, dann bin ich nicht... Dann weiß ich nichts davon, weil ich lese den Kernel und das passiert nichts davon. Ich wäre froh davon, über sowas offline zu reden. Gibt es weitere Fragen? Zwei weitere Fragen. Was denkt ihr über Hardware-Zufallszahlen genau? Aha. Ich habe eine Folie dafür. Dann eine schnell einfache Einführung. Einige Plattformen haben echte zufällige Nummerngenerator. Mir wurde gesagt, sie nutzen nur elektrischen Rauschen, um die Nummern zu gewinnen. Und Linux hat eine Unterstützung dafür. Und sie werden sofort benutzt, um diesen Pool zu füllen. Und wenn sie angeschaltet werden, ihr müsst euch nicht drum kümmern und sie werden U-Random even sogar noch besser funktionieren lassen. Okay. Noch eine Frage aus dem Stream? Was ist Ihre Meinung über diese Entropie-Sammeldämonen? Da war eine Zeit, wo Ihre Gründe hatten, dass sie existieren und Linux-Implementierung auf dieses Entropie-Besorgen nicht existierten, aber heute haben sie keinen Grund zu existieren. Ich wollte fragen über das frühe Boot-Problem. Sie sagen, dass wir sollten den Status von dev-re-random speichern. Was passiert, wenn eine Maschine abstürzt? Würde man nicht von einem früheren Status von dev-re-random booten? Ich glaube, dass der korrekte Weg, das zu tun, dass bevor man den Input benutzt, um den Pool zu initialisieren, vom letzten runterfahren, es sollte gelöscht werden. Und die ist schwierig, aber ja. Leider gibt es jetzt keine Zeit mehr, weil wir diesen Raum räumen müssen. Es gibt noch eine kurze Anmerkung. Morgen at 15:30 ich werde einen kleinen Workshop geben über wie das zu implementieren. Ich glaube, ich habe nicht so viel Platz, wie viele Leute wie reinpassen, aber vielleicht sollte ich jetzt nicht gesagt sagen sollen.